Herzlich willkommen zurück zu unserem Pokémon Volt White Wonderlock. Nuzlocke. Warum sage ich halt Wonderlock? Liegt vielleicht daran, dass ich gerade in Wonderlock noch geguckt habe. Aber wir waren jetzt letzte Mal stehen geblieben, dass wir ein Pokémon gefangen haben, nämlich ein Perlu. Und wir uns fiel einfach kein Name ein. Und was für Vorschläge haben wir bekommen? Wir haben einen Vorschlag bekommen. Von Nasensekret LP. Okay. Und er möchte, dass wir es Cynthia nennen. Aber nicht so wie der Champ. Ich habe das extra nochmal die Seite, weil ich weiß auf jeden Fall, das wurde anders geschrieben, sonst hätte ich es nämlich Cynthia. Ich kann auch so ein bisschen tippen, oder? Ich schreibe Cynthia mit Z. Ich habe nur. Neuerdings schreibt man Cynthia mit Z. Cynthia. Mal gucken, bin ich richtig? Habe ich es richtig geschrieben? Auf jeden. Ja, ich habe es richtig geschrieben. Okay. Und damit haben wir das auf jeden Fall ja schon mal geschafft. Und ich habe leider vergessen nachzugucken, welches Level die Arena hat. Oh mein Gott, wir hätten hier auch noch Taubos fangen können. Wir hätten hier einen Taubos fangen können. What the fuck? Und wir fangen so ein blödes Vieh. Wir hätten einen Taubos fangen können. Ich hätte einen Taubos haben können. Ah, tut mir leid gerade. Ich hätte einen Taubos haben können. No. Ich hätte es Jesus genannt. Oder Bird Jesus. Bird Jesus, eindeutig. Und wenn es weiblich gewesen wäre, hätte ich ein Namensproblem gehabt. Jesus, Bird. Dann hätte ich es auch Bird Jesus genannt. Genau. Nein, es ist Maria genannt, wie die Mutter von Jesus. Die war eine Hure. War sie nicht, das war eine andere. Die war auch eine Hure. Nein. Aha, wo kam da bitte schon Jesus her? Ja, nicht von Josef. Von Gott? Ja. Weißt du, was das Lustige ist? Du weißt gar nicht, wie viele Kinder von Gott kamen. Jedes Mal, irgendwas so. Ja, das ist von Gott. Ich habe dich nicht betrogen. Ich hatte noch niemals Sex. Das kam von Gott. Richtig. Und damit und wir hätten auch ein kleines süßes Geronimatz haben können. Ich hätte es Matt genannt. Ich kämpfe mal gegen die, damit die uns direkt heilt. Nurse Sherry, die hat ein Happy Meal. Die hat ein Happy Meal. ganz ehrlich, was kann das Vieh? Monera? Ja. Nix? Stolen. Yay. Das. Es kann meine Attacken kopieren. Yay. Ich glaube, wir haben mal wieder ein bisschen Zeit, Sansa zu leveln. Yay. Auch wenn ich Sansa, glaube ich, nicht im Team behalten will. Kopiert die jetzt nochmal, Johann? Seriously? Na? Seriously? Was? Dadurch, dass ich ausgewechselt habe, hat die nochmal Copycat benutzt und nochmal Gena kopiert. Ja. Seriously? Das funktioniert so? Echt? Anscheinend. Now die! Ich hätte einen physischen Attacker nehmen sollen. Es ist immer noch ein Vonaira und Chanera ist die liebe Chanera. Er ist nur im Doppel nicht so gut. Aber im Singles liebe ich Chanera. Ne? Mhm. Weil Chanera hält einfach so viel aus, wenn du dem Evolid gibst. No. Chanera tankt alles weg. No. Ja gut, außer physische Moves, aber. Boah doch. Aber ganz ehrlich, mein Chanera hat schon Angriffe von. Hat schon Aurasphären von U2Y überlebt. Ohne Probleme. Tollio.
Man ist immer verdammt lustig, wenn du dann so einen hast, der versucht die ganze Zeit deinen Scharnierer mit einem Mewtwo Y zu töten, ne? Mhm. Sein Dingens ist sein Mewtwo ist vergiftet. Ne? Mhm. Okay. Santa, you suck. Ich hab irgendwie einen Grund, warum ich dich aus dem Team schmeißen will. Das hat irgendwie einen guten Grund. Na. No. Aber ja, greift dann einen da die ganze Zeit an und die haben noch keine Ahnung. Das sind dann meistens immer vor allem, sowieso meistens, wenn du gegen Leute spielst, die irgendwie Legendäre benutzen, ne? Die meisten davon haben nicht wirklich sehr viel Ahnung. Ne? No. Und sind komplett aufgeschmissen, wenn die ihr Legendäres nicht benutzen können. Ich habe da immer noch einen total geilen Kampf, wo einer Iveltal gegen mein Despotar benutzt und den Kampf aufgegeben hat, nachdem es irgendwie 17 Schaden mit seiner Unheilsschwinge gemacht hat. Hm. Ich kam nicht mal wirklich zum Angriff. Ich habe bloß meine Tarnsteine gelegt. Das war's. Na. No. Ganz ehrlich, ich gehe doch so den Kampf. Der hatte noch so zigtausend andere Sachen, so Lucario und alles. Mein Stall-Team hatte nichts gegen ein Mega-Lucario, war halt Singles, ne? Ich hab dann so, boah, dann Mega Lucario und Iveltal. Okay, fang erstmal mit Despotar an, hol die Tarnsteine raus. Dann ist Iveltal relativ gekrüppelt und alles, ne? Hm. Der macht einen Angriff und gibt auf, das fand ich so geil. Ja, Aussetzer brauchen wir nicht wirklich. Ich weiß, es ist eine saugute Attacke, ne? Ja. Aber ich kann irgendwie mit so einer Aussetzer-Taktik nicht richtig umgehen. Also ich persönlich. Mal gucken, können wir eigentlich in dem Wald schon Pokémon fangen? Nein, Team Blödkopf, Team wait, Blödkopf versperrt wait, uns den Raum. No, wait, seriously? Was? Was? Nix, egal. Egal, nix. Okay. Wait, what? Macht eure Freundin auch manchmal keinen Sinn? Schatz! Ja? Ich brauch Justice League... Justice League Legends! DVD oder... Poing... Whatever! I need it! Kenn ich gar nicht. Ist anscheinend so ein Zweiteiler. So ein Zweiteiler-Folge. Und ich brauch sie! Aber kenn ich nicht Justice League Legends. Ich kenne nur Justice League Unlimited und Justice League. Auf Amerika. Justice League und die Folge heißt Legends. Ach so. Und ich brauche es! Die Folgen! Ach so. Warum? Weil warum? Mein Liebling da wieder auftaucht! Sinestro? Nein, die Person, die von MPH gesprochen wird. Batman? Seit wann wird Batman von Neil Patrick Harris gesprochen, bitteschön? Seit schon immer. Nein! Flash? What? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin wirklich der Meinung, der Flash wird irgendwo von Neil Patrick Harris gesprochen. Oh, come on! Natürlich kriegt es die scheiß Paralyse und Lotta bewegt sich nicht. Die scheiß Brille ab. Lotta! Enttäusch mich nicht. Nein, Schatz, du weißt, wen ich meine. Nightwing? Willst du mich gerade verarschen? Nightwing wird von NPH gesprochen. Ja, heute meine ich nicht! Keine Ahnung. Kenn ich nicht. Du bist ein Arsch, du willst einfach nur deinen Namen nicht aussprechen. Kenn ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht. Du willst einfach nur deinen Namen nicht aussprechen. Kenn ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht. Du bist einfach wieder. Wir hätten einen, oh mein Gott, schon wieder ein Kürtel? Ich weiß, wir hätten zum Starten Kürtel kriegen können. Aber schon wieder eins? Egal, ich muss mal aufhören, Lotter zu trainieren, oder? Was willst du gerade sagen? Ich muss mal aufhören, Lotter zu trainieren, oder? Davor! Der hat schon als Startteil einen Kürtel gekriegt. Davor! Kenn ich nicht, will ich nicht, mach ich nicht. Schatzi! Du weißt aber, wie ich meine. Nö.
Yay! Wir sollten vielleicht mal. Du weißt nicht, wen ich meine? Okay. Weißt du, was wir jetzt machen? Schatz. Ich heile hier jetzt meine Pokémon. Du willst mich verarschen, oder? Das ist jetzt gerade ein perfider. Apropos, kann ich da durch? Schatz, du willst mich gerade verarschen, oder? Ich hab Silver Powder gefunden. Es ignoriert er mich einfach. Ich liebe ihn, ne? Okay. Wir gehen jetzt in die Arena. Weißt du, ich liebe dich ernsthaft. Ich dich auch. Oh nein, ich hab ihn vergessen. Wie ignorierst du mich? Ich hab ihn vergessen. Scheiße. Wen? Oh. Hi, Ann. Ich hab Bitch vergessen. Der wird mich jetzt platt machen mit seinen 5 Pokémon. Was denn? Mit einem Double Battle. Scheiße. Was denn für Arsch der Typ mich hier gerade, oder? Okay. Okay. Erstmal muss Rotomurf erledigt werden. Rotomurf kann Nikolas das wegstecken? Weil Rotomurf kann Bodenattacken und ich werde jetzt ganz sicher nicht, ne? Ja. Ich werde ganz sicher nicht Gael reinschicken. Ich hasse dich immer noch. Obwohl Gael halt stark wäre. Und nein! Ich hasse dich. Oh, klar kriegt er den Critical Hit. Oh, das ist so ein Arsch. Oh ja, genau! Nikolas kann ja Fiery Dance, warum auch immer. Was? Echt? Ja, das hatten wir ja schon mal festgestellt. Ach ja, genau. Schön, das haben wir ja festgestellt. Der kann das auch vorher das gar nicht können durfte. Leider tötet das nicht. Oh. Egal, unser Spezialangriff ist gestiegen. Nur leider Schläfer hat das richtige Pokémon ein. Aber jetzt so ein Extra Sensory. Nikolas, nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. Okay, ich muss Nikolas unbedingt heilen. 20 ist nicht genug. 20 ist nicht genug, wenn er jetzt doppelt angreift. Molly! Alter! Okay, Rotomurf müsste jetzt gleich eigentlich einschlafen und wir erledigen jetzt erstmal Bronzong. Yeah. Okay, Wolli nimmt... Scheiße! Taucht das Vieh jetzt nicht auf? Miau. Miau. So, ich nutze jetzt wirklich erstmal die Zeit, wo wir Wolli hier haben. Der ignoriert mich einfach! Was ist denn los? Ich bin hier gerade am überlegen, wie wir nicht sterben. Okay, Bronzong ist erledigt. Ich liebe dich. Ich dich auch. Wally ist sogar Level 17. Okay, hier kommt ein Zoroa. Ob es wirklich ein Zoroa ist? Nein. Okay, wir müssen jetzt Double Team auf das Zoroa. Double Team. Ja, nicht wirklich Double Team, aber wir müssen beide angreifen. Ah, okay. Weil Zoroa hat einfach mal sehr effektive Attacken gegen Lotta. Zum Glück habe ich Lotta nicht ausgetauscht. Ja. Oh mein Gott, wäre das schlimm gelaufen. No. Okay. Lotta wird Zoroa erledigen, ohne Probleme. Moment. Aber Body ist schneller als Lotta. Also gehe ich lieber da auf Rotomorph. Weil ich habe Angst, dass dieses Zoroa Lotta dann doch noch durch eine andere Attacke erledigt. Ne? Hä? Da muss dann erstmal Wolli das erledigen und dann gehen wir halt mit Lotta auf Rotomorph. Und Rotomorph schläft weiter. Mach weiter so, Rotomorph. Finde ich gut. Tschüss, Rotomorph. Ich hätte von Anfang... Ja gut, das ist halt einmal als das hier gedingst. Aber ich hätte es direkt angreifen können, aber dann hätte er ein weiteres Pokémon reingeholt. Oh, Pearl möchte Biss lernen. Yeah. Besser als Silberblick.
Es ist kein Lasergator, also muss man ihm nicht automatisch Pix beibringen. Okay, hier kommt sein Bullpix und sein Timepole. Oh, Schallquap. Ich muss erst Bullpix aus der Welt schaffen. Aber Pearl kann ohne Probleme Volley wegstecken. Kann ohne Probleme eine Attacke von Bullpix wegstecken. Wow. Was? Mario Kart 8 wird echt oft verkauft. 1,2 Millionen Mal, ich weiß. Ja, krass. Schatz, in dieser Zeitspanne, die Mario Kart 8 jetzt zum Verkaufen hatte, ne? Ja. Hat sich Monster Hunter 4 zum doppelten Mal verkauft, ne? Ja. Und das nur in Japan. Ja, und ich wünsche echt, dass es endlich mal rauskommen würde. Nächstes Jahr. Hä? Nächstes Jahr. Warum ist das so? Warum ist dieses Jahr? Ich will das nicht spielen. Ja auch. Aber, ich bin Konta AFK. Pro7 Max hat ja angekündigt, dass es jetzt ein Pokémon Kids Day geben wird. Eine Pokémon Kids Tour. Okay. Und wir alle Fans hoffen, dass es nicht den Pokémon Day ersetzt. Das hoffe ich wirklich. Denn ich möchte nicht auf eine Veranstaltung gehen, die Pokémon Kids Tour heißt. Ich auch nicht. Und die sich primär daran... Verlass mich nicht, bleib hier! Die sich primär daran richtet, den Kindern das Tauschen und Kämpfen zu zeigen. Ich hoffe, das ist eine Zusatztour. Aber das Problem ist, sie ist ungefähr zum selben Zeitraum, wie normalerweise der Pokémon Day ist. Und dieses Jahr wollte ich mal richtig lange am Pokémon Day bleiben und gegen andere Trainer kämpfen. Normalerweise gehe ich immer bloß hin, um das Pokémon zum Runterladen zu holen. Letztes Jahr habe ich mir da Otto gekauft. Otto oder das Ottero. Otto. Ja. Okay, N war so Level 19, ne? Schauen wir mal. Und vor allem möchte ich gerne wissen, was macht die bitte schon für einen Kampf gegen uns? Ich weiß, dass, glaube ich, Arti, hier der Käfertyp, ne? Wenn ich gerade recht erinnere, macht der einen Reihumkampf. Hier, Moment, Reihumkampf hat bitte. Arti machte, glaube ich, einen Doppelkampf. Okay. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, sie macht einen Dreierkampf. So, ich bin mal eben kurz AFK. Okay, wir werden dich nicht vermissen. Fick dich. Yay, wir kriegen noch mehr Fresh Water. Water, wie Briten sagen würde. Ja, toll. Vor allem, nee, gut, Trainer sind ja nicht randomized. Aber vor allem, die werden hier drumherum natürlich sehr viele Kampf-Pokémon finden. Was doof ist, die Angel kriegen wir auch erst ganz zum Schluss. Aber naja, schauen wir mal. School Kid Carter hat ein... Oh, das passt... genau. Ich wollte gerade sagen, oh, das passt sogar noch von deren Typen. Oh, Moment, die habe ich ja nicht randomized. Lotta, du levelst mir zu viel. Machst du sowieso erste Runde Fake-Out. Pickel. Also Spaßkanone. Okay, dass Lottas Verteidigung gefallen ist, gefällt mir nicht so sehr. Okay, Lotta nimmt das noch ohne Probleme, ich dachte jetzt gerade... Oh nein, jetzt macht er mehrere Angriffe und erledigt Lotta ohne Probleme. Aber nö. Lotta macht das ohne Probleme und das Äffchen schläft. Das Äffchen schläft. Ich habe auch irgendwie gedacht, das Äffchen hält ein bisschen mehr aus, deswegen habe ich es eingeschläfert. Hätte ich ja direkt so angreifen können. Lickitung. Okay, wir wechseln einfach mal aus. Mal aus und Nikolas, deine Zeit zu scheinen. Zeig uns, was du drauf hast. Gegen dieses Schlurr. Ich glaube, Schlurr hält echt viel aus. Oh, come on. Das können wir sowieso nicht mehr auswechseln. Jetzt können wir sowieso nicht mehr auswechseln. Leech Seed nochmal. Danke. Vorher hat Nikolas nie verfehlt mit seinem. Ja, vor allem, was jetzt seine Verteidigung erhöht. Aber Moment. War Fiery Dance nicht. Es war übrigens der Music Meister. Ist das eine neue Serie, dass er da auftaucht?
Ha? Ist das eine neue Serie, dass er da auftaucht, von der ich nichts weiß? Keine Ahnung, ist auf jeden Fall nur in dieser einen Doppelfolge. Und ich hoffe, er singt da auch wieder. Weil ich wüsste jetzt gerade nicht, dass... Weil der kann ja nicht in einer Serie auftauchen, die jünger ist als sein erster Auftritt. Nee, müsste eine neue Serie sein. Aber ich wüsste nicht, dass es da eine neue Justice League-Serie gibt. Es gab noch Young Justice, die abgesetzt wurde, die bisher nie nach Deutschland kam. Auf jeden Fall habe ich gelesen, dass er daran auftaucht. Okay. Und ich schätze mal, das ist wirklich nach Batman, weil ich glaube, der Musicmeister kam bei den Fans sehr gut an. Ich fand ihn doof. Außerdem wird er da auch wieder von NPH gesprochen. Den finde ich nicht doof, aber ich fand den Musicmeister doof. Ich fand ihn toll. Auch wenn es irgendwie lächerlich ist, was für ein Böse wieder ist, weil... Ich meine, das Einzige, was er kann, ist Leute hypnotisch singen und ja, super. Kennst du Calendar Man? Hä? Calendar Man. Nein. Lass es dir doch mal in der Zunge zergehen. Calendar Man. Ja, Kalendermann. Ja. Und, was macht der Tolles? Er macht zu Jahreszeiten passende Überfälle oder so. Keine Ahnung, ist irgend so ein lächerlicher Schurke von Batman. Ist er genauso dämlich wie Mysterio aus, Spidey? Keine Ahnung, ich habe ihn echt noch nie wirklich in Action gesehen, ne? Weil in der Spectacular Spider-Man war auf jeden Fall lächerlich. Ich meine nicht Mysterio, ich meine Calendar Man. Ach so. Weil Calendar Man, den haben sie... Stimmst du mir zu, dass Mysterio lächerlich ist? Nein, Mysterio ist cool. Lächerlich! Er ist cool! Lächerlich! Nein, aber auf jeden Fall, Calendar Man taucht auch in Arkham City auf, ne? Aber da saß er eigentlich bloß und du musstest sogar für einen Erfolg zu bestimmten Jahre, zu bestimmten Tageszeiten, zu 12 verschiedenen Tages, zu 12 verschiedenen Tagen, musstest du mit ihm sprechen, ne? Was ein richtig beschissenes Achievement ist, wo jeder normal denkende Mensch einfach seine Xbox vorgestellt hat. Ne? Okay. Aber, da hat er nicht wirklich was gemacht und in Batman Brave and the Bold habe ich was einige andere Mal, wo ich ihn gesehen habe, ne? Ja. Da war er eigentlich bloß gut, weil Batmite ihm Kräfte verliehen hat. Und in den New 52 ist einfach nur noch ein Nachrichtensprecher. Für Channel 52. Okay. Was quasi so eine Promotion-Serie ist, so eine Scheiße, ich hätte mal lesen sollen, was er gesagt hat. Es ist nicht direkt im Kanon drinne verankert, es ist so eine... Es versucht noch so in dem Universum zu sein, aber ist quasi so Promotion für die anderen Serien. Ne? Ja. Mal ist... Nice to meet you, Pokémon. Okay. Children's books. Do you want to read this book? It's a fairy tale about a little boy who met a Pokemon for the first time in his life. He's with a small brown Pokemon. There's a meme between the pages. Pokemon trainers, I am the gym leader Lenora. I hid 4 memos in this library. Each of them has a question. Can you solve the question and find me? Now, this is the first question. Also irgendwie kenne ich das dann nicht. Ist das neu in diesem Vault? Nein, das White? Ist... Das ist normal in Schwarz und Weiß. Das ist die Arena. Echt? Ja. What is the first Pokémon you met in this gym? Wie weit habe ich Schwarz und Weiß habe ich Weiß gespielt? Schwarz. Angeblich durch. Okay, ich kann mich einfach nicht mehr an diese Arena erinnern. Angeblich hast du es durchgespielt. Angeblich! Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Du hast es durchgespielt. Du warst im Weißen Wald und alles. Doch, du hast es ja, stimmt. Ich kann mich einfach nur nicht dran erinnern. Flame burns inside its body and it gives off smoke from its head while it runs. What is this book? Entschuldigung! Okay, hast du gehört? Also... Was?
So Rauch und Feuer ist in seinem Körper und es gibt Rauch raus. Was? Rauch und Feuer? What does the memo say? Flame burns inside his body and it gives off the smoke from its head while it runs. I'm reading a book about Tepig, also about Floink. Ist es korrekt? Floink? Also in ihm brennt ein Feuer und es gibt Rauch raus, wenn es rennt. Ja? Nein, das ist nicht richtig. Das. Es ist nicht richtig. Okay. Hä, Moment, wenn es rennt? Flame burns inside its body and it gives off smoke from its head while it runs. While it runs head. Ah! Was? Das ist... okay. Was denn? Es ist kein Pokémon. Nein, es ist eine Lok. Es ist ein Lok-Pokémon, das ist richtig. Ja. Gott! Ja, dafür muss ich doch erstmal das andere wissen, ansonsten weiß ich das gar nicht. Okay, Floink war mir auch irgendwie suspekt. Bei oh nein, sie hat einen Ditto, hoffentlich hat es keinen Doppelgänger. Yay, Ditto. Es hat Doppelgänger. Hätte ich nicht irgendwas machen sollen? Keine Ahnung. Ach, genau. Die benutzt X-Defend? What the fuck? Okay, das ist dieser Rom-Hack, ne? Ja. Aber trotzdem, X-Defend? What the fuck? Die benutze nicht mal ich. Nee. Ich wollte gerade überlegen. Nikolas wechseln, damit er ein paar Erfahrungspunkte kriegt, aber wir wissen, dass es Konfusion kann. Oh. Hier kommt der Intimidate, der voll viel machen wird, weil es ja ein physischer Attacker ist. Oh. Spars! Leider ist der hier, ist Pearl auch physisch. Leider, leider, leider. Noch ein Spark! Oh klar, das macht natürlich direkt in der ersten Runde auf. Weißt du? Ja. Meine Pokémon schlafen immer ewig durch. Das hier wacht natürlich direkt in der ersten Runde auf. Selbst Ents Pokémon hat ewig geschlafen. Oh, die hat solche, jetzt so ein Tokopierer-Team. Okay, okay. Los, Gael! Du machst das, Gael. Ist nur die Frage, ob es schon Attacken kann oder ob es jetzt erst meine Attacken kopiert. Oh, Critical Hit. Yay. Yeah. Es kann Sacred Fire. Und das benutzt es gegen Gael. Yay! Ja. Genau. Ja. Was denn? Eine Feuerattacke gegen Gael. Ja, ist auch gut. Ich weiß aber. Warum? Because they are stupid? Ja. Ich dachte, ihr wärt hier alle klug. Alter, Gael, mach mal ein bisschen Schaden. Bevor du gleich noch eingefroren bist. Was ich immer noch so komisch finde, wie kann ein Feuer-Pokémon einfrieren? Ich meine, es ist doch sogar so, dass wenn du Sonnentag draußen hast, dein Pokémon nicht einfrieren kann. Ach, Schatzi. Frag nicht nach der Logik. Allen voran, wie kann Rotom Backofen einfrieren? Es ist ein fucking Backofen. Frag nicht nach der Logik. Porygon. Okay, vor Porygon habe ich ein bisschen Angst. Weil Porygon hat wahrscheinlich hier noch mit Evolit. Oh nein, Psybeam. Okay, wenn das jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass das so ungefähr. Okay, wenn es Tackle, das ist gut. Oh mein Gott, ach stimmt, der hat seinen Angriff erhöht, ne? Ich glaube. Ah, du hältst nicht so viel aus. Du hast uns viel Schaden genommen. Nikolas, rette uns!
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Wolli verdrängt wird. Wir haben derzeit einen Chor von Nikolas. Oh, guck dir den Schaden an. Wir haben einen Chor von Nikolas, Pearl, Gael und Lotta. Yeah. Wolli wird verdrängt. Ich glaube, Wolli gehört mit Sansa zu den Pokémon, die ausgetauscht werden. Mann. Doch, irgendwie schon. So, wir gehen sogar noch zurück zum Pokémon Center. Ich habe derzeit das Gefühl, dass wir von den Leveln her richtig sind für die Arena. Ich möchte aber natürlich jetzt überprüfen, wenn wir was aus einem Dreierkampf machen, ne? Ja. Wäre es vielleicht wirklich noch besser, selbst wenn ich sie nicht wirklich benutzen will, aber wäre es vielleicht unter Umständen besser, noch Sansa und Wolli ein bisschen hoch zu trainieren. Aber das werde ich dann mal überprüfen und gucken, was wir da für einen Kampf machen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Hinterlasst doch irgendeinen schönen Kommentar. Ich freue mich immer über jeden Kommentar. Und wenn ihr nur schreibt, toller Part, da freue ich mich auch mal drüber. Aber hinterlasst auf jeden Fall einen Like, damit wir wissen, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye!